Die meisten Leute, die da sind, haben sowieso schon die letzten Jahre immer wieder brav mitgespielt. Ehrgeizig. Haben mit Schiedsrichter buseriert, dass er dass ihm ganz anders geworden ist als alles. Nein. Ja, immer, das war immer recht eine lässige Geschichte mit alle. Und ja, ein paar haben sich dann mokiert, weil es immer mehr gegangen ist und jeder wollte gewinnen, natürlich nicht nur im Bierpokal, sondern auch was anderes. Weil es ums Kicken natürlich vorrangig geht bei uns. Und ja, es haben wir viel gemeint, wir sollen einmal Auslosung machen, damit wir dann die Gruppen, sagen wir mal, von unserer Glücksfee oder von unserem Glückswolf heute auslosen lassen, damit es da nichts gibt, damit irgendwer die leichten Gegner und wer das Schwein hat. Jetzt machen wir es einfach einmal so, haben da einen riesen Pott mit lauter Kugel drinnen, wo die Mannschaftsnamen drinnen sind, und dann sind wir jetzt mal recht gespannt, was rauskommt. Und am 13. Oktober geht es dann eh wieder Vollgas bei alle. Dann werden wir eine rutschen, eine hauen und schauen, dass wir den Ball vielleicht einmal ins Tor wieder kriegen. Und ja, dann haben wir hoffentlich einen neuen Sieger dieses Jahr. Der Engel wäre noch hinzulogen. Titelverteidiger sind die Froschberger Jungs vom Engel. Ja, mit dem schlechtesten, auch mit dem besten Goalie im letzten Jahr. Nein, und ja, wir werden schauen, dass wir es dieses Jahr schnappen und dass wir werden. Ja, dazu kommen wir. Sehen wie immer ein abhängiges Mädel mit qualmendem, langen, blonden Haar. Ja, so, genau. Ich habe die langen Haare meinten angeschnitten. Ja, darum haben wir jetzt gesagt, der Wolfi macht das sicher recht seriös. Wir werden dann abwechselnd ziehen, Gruppe A, Gruppe B. Und sind schon recht gespannt. Und damit wir da nichts manipulieren können, es wird ein super Video aufgenommen, grüße an alle daheim. Und es wird dann auf YouTube gestellt und dann können sie daheim alle auch, die was jetzt nicht da sind, zuschauen und nachverfolgen, wie das Ganze zustande kommt. Also Wolfi, ich darf dich bitten, dass du noch... Schreibt mal zur offiziellen Auslosung des Christopher Fun Cup 2012, Wolfi Walter deines Amtes. Der erste Gezogene kommt in die Gruppe A. Genau, der erste Gezogene ist einmal in der Gruppe A. Moment, wie? Ja, natürlich, sein Team von da seit 1908. Jawohl! So, die zweite Kugel, rauscht als erste in die Gruppe B. Schauen wir mal, fix nicht der Gegner ist vom seit 1908 Team. Ich glaube, das Team wünscht sich welche Ergebnisgegner. Ja, da haben wir noch hinten schon gekriegt. Das schmerzt, ein bisschen, aber was? So, wieder Gruppe A, gespannt, da werden wir es eh halbwegs gleichmäßig aufteilt. Linzer so gut das. Schwieriges Los. Oh, der schnellt! So, in der Gruppe A sind bereits seit 1908.at und die Kneipenterroristen als dritter kommt dazu. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen unterschiedliche Kräfteverhältnisse, schauen wir, was es jetzt gibt. Das schwarze Ballett von Baske und die Fanatic seit 1908. Sind auch letztes Jahr, glaube ich, im Viertelfinale gewesen und dann Dritter geworden. Dann waren sie beim Halbfinale, Richtig. Ja, die haben sich versprechen. Also, unsere Mannschaft, Lenzer Culture. Was mit uns? Nice. Habt ihr Gruppensieger in der Mannschaft? Ja, in der Gruppe. So, Gruppe A seit 1908.at, die Kneipen der Wiesn, das schwarze Ballett und als viertes Team. Viking Linz. Viking Linz. So, jetzt ist schon spannend. Vierte Mannschaft in der Gruppe B noch den Asen Riots, die Linz zu supporten, so Kalcho. So, ja. In Endhofer seine Rauschkugel. Ich habe auch eine Mannschaft, die sich jedes Team gerne wünscht. Schauen wir mal. Große Sprüche haben wir ja von Stegel von der Mannschaft am Fixplatz im Finale und. Zwei Gruppen haben wir letztes Team in Gruppe A. So, schauen wir, was wir da zum Ergänzen haben. Linzer Dynamite in Gruppe A. Ja, schmerzt mich persönlich ein bisschen, dass wir nicht in der Gruppe waren, weil es einfach Prestige-Duell war. Gruppe A ist somit fertig seit 1908.at, die Kneipenterroristen, das schwarze Ballett, Viking Linz und Linzer Dynamite. Jawohl, gegen den Eingang! Noch nicht zu überprüfen, ob da alles passt. Titelverteidiger, Froschberger Jungs.
bei uns in der Gruppe B. Hast du Gruppe? Wird eine schwierige Angelegenheit, aber für die letzten Jahre schon. In der Gruppenphase haben wir immer gewonnen, letztes Jahr Finale leider noch verloren. Wir hoffen, dass wir es dieses Jahr schaffen. Sind wir gespannt. Das sagt der Hunger! Ich hoffe, es hat passt. So, damit wir die Gruppe B auch noch mal komplett haben. Gruppe B sind die Assi Riots, die Linzer Supporters, Lenzia Calcio, die Rauschkugeln und zum Schluss der Titelverteidiger, die Froschberger Jungs. Damit steht zum Turnier, wann ist Beginn, wann geht's los? 14. Oktober, 10 Uhr. In der Facebook-Gruppe sind eh alle schon dabei und wissen, wann es losgeht und sind schon schwer motiviert. Jetzt hast du ein bisschen trainiert und die nächsten Wochenende ein bisschen Pause trinken und sportlich betätigen, damit alle dann fit sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, was alle viel mehr brennen interessiert. Was gibt es zum Essen, was gibt es zum Trinken? Zum Trinken gibt es ja wie immer Bier, Kohlreis und natürlich andere Getränke. Kohlreis, das ist ein koffeinhaltiges Kaltgetränk, Weißwein für alle, die es noch nicht wissen. Ich glaube, die meisten Echten lassen jetzt bekannt, was das ist. Die anderen sind nicht am Lassen.